Moin, liebe Mitwischer und Mitwischerin der Glasreiniger Community. Servus, ich mal wieder hallo. Im heutigen Video, genau wie man es unschwer aus dem Titel ableiten kann, möchte ich mit euch über das Mikrofasertuch sprechen, und zwar unter dem Namen Zumbay. Das muss ich jetzt ablesen, kann ich mir das nicht merken. Das hatte ich jetzt neulich wieder gefunden, da ich ja, wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, mal in einem anderen Video vorgestellt, die Amrum Mikrofasertücher aus der Autoindustrie, also für die Autoreinigung, wo ich sehr begeistert von war, weil, wie gesagt, die eben halt sehr aufnahmefähig sind, haben keine Zettel wegen Verursachung von Kratzer im Lack oder sowas. Autobesitzer sind ja ein bisschen empfindlicher. Und wollte mir die mal nachbestellen und habe die aber nicht mehr gefunden, weil die in dieser Farbe und Konstellation nicht mehr hergestellt werden, weil nach, ich glaube, anderthalb Jahren oder ein Jahr ist es natürlich nicht mehr so aufnahmefähig und saugfähig. So. Und bei, ich glaube, ich lasse mich lügen, 2,20 Euro, 2,30 Euro das Stück, ist es ja auch nicht das kostengünstigste, obwohl man da nicht immer drauf gucken soll, finde ich. So, wie gesagt, halt dann weiter geguckt und so, gesucht, schade, die gibt es nicht mehr. Und dann bin ich eben halt auf dieses Zumbay gestoßen. Auch wieder ein Mikrofasertuch aus der Autoreinigungsindustrie, was sehr, wenn man es das erste Mal in Händen hält, sehr ja, Jungfernhäutchen dünn, kann man schon sagen, erscheint, aber doch von der Aufnahmekapazität von Wasser schon, ja, sich sehen lassen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es nimmt auch, wie gesagt, sehr viel Wasser auf. Das meinte ich ja damit. Aber eben halt auch rückstandslos. Ihr habt das ja manchmal so, wenn ihr schon mit dem Tuch länger gearbeitet habt oder so und dann drüber wischt, dann habt ihr dann eben halt immer noch diese, ja, diesen nassen Film. So, und der wird hier auch, natürlich muss man es genau wie auch mal ausbringen, aufgenommen, ne? Also es wird sozusagen schlierenfrei, tut es sozusagen abziehen, wenn ihr natürlich nicht die Chemie überdosiert, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. So, wie gesagt, ich mache immer ganz gerne Vergleiche mit den Dingern. Hatte jetzt ja auch noch, da haben ja damals viele Kollegen oder schwärmen ja heute immer noch welche von, diese Actionmarkt-Tücher. Was ich auch gut fand, weil es, wie gesagt, auch sehr viel Wasser aufnimmt, aber eben halt auch beim Auswringen sich sehr starrsinnig angestellt hat, weil, wie gesagt, es ist zwar ein bisschen elastisch, aber im Gegensatz zu dem hier, ging da schon Welten zwischen. Und diese Elastizität beinhaltet dann auch wieder, dass ihr es richtig schön auswringen könnt. Das werde ich dann auch gleich nochmal kurz vorführen. Und wie gesagt, wie viel Wasser dieses dünne Etwas, kann man das so richtig sehen, aufnehmen kann. Ne? Das ist schon bemerkenswert, finde ich. So, habe dann hier mal eine Schüssel vorbereitet. Mit, ja, es wird immer skurriler hier, ich weiß. vorbereitet und wie ihr seht, die ist leer. Und möchte dann einfach mal einen Vergleich machen, wie viel Wasserkapazität das aufnehmen kann. So. Fangen wir einfach mal mit dem hier an, das altbewährte, was viele ja von euch nutzen. Das tunken wir jetzt mal hier rein. Mal ein bisschen mehr ins Bild ziehen, sonst wird er hier wieder so. Streifen wir das mal ab, so dass es nicht mehr kleckert und läuft. Dann bringen wir das mal hier aus. Ja, wie gesagt, das geht natürlich auch ein bisschen schwieriger, starrsinniger. Man sehen, da ist jetzt so viel drin. Ich wiege das einfach mal.
Das ist so eine Dingswaage von meiner Frau. So, also natürlich mit Behältnis, ne, und Wasser sind das genau 364 Gramm. Was ist das jetzt? Ich hätte mal, warte mal, vielleicht geht das ja auch. Nö, nur mal 364 Gramm mit Schale und Wasser eben halt. Das kippen wir jetzt mal zurück. So viel Wasser kann also dieses Action-Mark-Tuch auffangen, sozusagen. Und wie gesagt, ich hatte die Erfahrung, wenn es eine gewisse Feuchtigkeit hat, nimmt es nicht mehr so rückstandslos das Wasser und die Chemie auf, sondern hat dann irgendwann so einen kleinen Film. Ne? So. Dann nehmen wir jetzt mal das alte Amrum-Tuch. Das tun wir jetzt auch mal hier rein. So, zack. Bis es nicht mehr leckt und tropft. Mal abschütteln. Ja, noch. Dann tun wir das einmal auswringen. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen elastischer, also auch leichtgängiger im Auswringen. Das hat dann ein Gewicht oder kann Wasser aufnehmen, mit Schale natürlich. Zack. 304 Gramm. Wie gesagt, ist jetzt ein Jahr alt. Und jetzt gucken wir mal bei diesen neuen Tüchern, die wirklich hauchdünn sind. Achso, wieder zurück, ich töte. Zack. So. Auch wieder einmal abstreifen unten. Wie gesagt, das ist sehr elastisch. Wie gesagt, fast wieder ganz, ja, nicht ganz trocken, so ein bisschen übertrieben, aber schon sehr trocken wieder ausgewrungen, so dass ihr wieder damit wunderbar arbeiten könnt. Rahmen und also wie gesagt, fürs Glas würde ich nicht benutzen. So, und dieses kleine Tuch beinhaltet 348 Gramm. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, das waren aber 364 Gramm, das ist richtig. Dieses Tuch aber, gut, das hatte ich jetzt abfotografiert, das zeige ich einmal hier hin, hat ein Volumen von 78 Gramm sozusagen, also trocken, in der Trockenmasse. Ne? Und dieses hat nur 61 Gramm, also es ist 10 Gramm leichter, was jetzt vom Dings her, dass man sagt, oh, 10 Gramm ist aber schwer. Dass man nicht aufstehen, aber wenn man das Material rechnet, eben halt. Viel weniger Material und von der Aufnahme her viel größer. Darauf wollte ich nämlich hinaus. So, jetzt zurückkippen. Das ist das schon einiges wert da. So, jetzt vergleichen wir natürlich die meisten immer auf die Preise. Ich hatte das in einem 12er-Pack gekauft. Gibt es auch nur im 12er-Pack. Und lass mich lügen, das waren glaube ich um die 19 Euro. Da sind 12 Stück drin. Also Stückpreis von 1,50 paar zerhackte eben halt ein Tuch. Das will ich natürlich sagen, gut, das kostet nur unter 1 Euro oder so. Ne? Aber wie gesagt, wenn das wirklich nass ist, ihr kriegt das nicht mehr so richtig also ich zumindest nicht mehr so richtig ausgewrungen, damit das wieder richtig schön ist, um damit weiterhin zu arbeiten, weil es nachher Stieren zieht. Und das kriegt ihr, wie gesagt, richtig schön wieder trocken. Es ist, wie gesagt, auch dünner. Das Schöne ist eben halt, da ihr eben halt so eine kleine schmale Naht habt, kommt ihr damit auch wunderbar in die Ecken rein. Zum Beispiel jetzt, ihr kennt ja alle diese Rahmenkanten unten. Da kommt ihr wunderbar mit durch, könnt das Wasser aufnehmen.
Hier ist es wieder ein bisschen dicker sozusagen. Bei dem braucht man gar nicht drüber reden, über die Naht. Ne? Aber wie gesagt, ist schön dünn. Nimmt auch das Wasser gut aus den Ecken raus, weil es eben halt so dünn ist. Weil ich habe das schon oft gesehen bei Kollegen, aber das haben wir auch letztens auch wieder mit einem zusammengearbeitet. Ein guter Kollege von mir. Auf dunklen Rahmen, wenn so der Schaum eben halt sich sammelt in den Ecken und dann puddelt er rum und wie gesagt, da brauchst du nur einmal so mit dem Finger so und das saugt wunderbar auf. Ne? Wie gesagt, es soll keine Überredung sein, kauft euch das oder so. Es soll einfach nur eine Produktempfehlung sein. Also wie gesagt, ich bin jetzt umgestiegen, weil ich erstmal die nicht mehr gefunden habe. Manchmal ist es ja auch wirklich gut. Du findest irgendwas anderes nicht wieder, recherchierst oder guckst ein bisschen, findest was Neues und bist davon dann angetan. Ne? Weil wie gesagt, die benutze ich jetzt seit Dezember letzten Jahres, also 2021. Jetzt haben wir Mitte Februar. Hat schon 12, 14 Wäschen hinter sich. Und wie gesagt, vom Dekor ist es gleich geblieben. Es wird empfohlen, glaube ich, auf 40 Grad. Kein Trockner, weil ja Mikrofaser soll man ja nicht mit Trockner, aber mache ich immer. Ich mache alles auf 60 Grad. Wasch das da drin. Kein Dekorverlust, keine Faserbeschädigung oder sowas. Was jetzt natürlich in Langzeitstudien ist, wie es in einem Jahr aussieht. Ne? Dann wird es wahrscheinlich nach einem Jahr, anderthalb Jahren, wird es wahrscheinlich dann auch nicht mehr so doll sein wie das hier. Aber ganz ehrlich, 1,50 für ein Tuch sollte man übrig haben. Ne? Da ja eben halt alle viel erzählen, wie gut sie denn verdienen und wie gut die Preise sind, dann sollte man noch 1,50 für ein Tuch bzw. pro Tuch übrig haben. Ne? Gut, wie gesagt, eigentlich nur eine Empfehlung, weil, wie gesagt, ich stehe eigentlich auf Schwarz, weil. Wir verkaufen Sauberkeit, das wirkt länger sauberer, ne, als wenn man jetzt ein etwas helleres Tuch hat, wo dann eben halt der ganze Schmutz drin ist und so und sieht dann ein bisschen schöner aus. Das passt auch zum Rest, zu der Black Series zum Beispiel. Na, aber wie gesagt, das war jetzt nur ein kurzer kleiner Vergleich und ja, vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen was Neues zeigen oder so. Ich bin da von den Dinger begeistert. Weil, wie gesagt, schön dünn, kommt überall in die Ecken rein, nimmt gut Wasser auf. Preis-Leistungs-Verhältnis kann man auch nicht meckern. Es geht immer günstiger, das ist klar, aber nur lieb gemeinter Rat. Gut, das war mal ein kurzes Video. So mehr oder weniger. Und hoffe, ich konnte euch damit was zeigen. Und in diesem Sinne, ja, entlasse ich euch ins Wochenende. Ne? In diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund und übersteht den Jahrhundertsturm, ne? In dem Sinne, bleibt sauber.